So, hallo zusammen zur zweiten Folge bei Railroads Online. Mein Mikrofon noch ein bisschen anders stellen, das ist ein bisschen doof. Jetzt schon wieder zu hoch. Besser so, ne? Ja. Ich bin gerade am überlegen, wie ich das am besten mache. Also ich habe bei vielen gesehen, die haben Richtung mit hier eine Kurve und dann jetzt habe ich das Problem, wir müssen jetzt leider mit dem Bahndamm anfangen. Ich müsste hier eigentlich noch ein Stück geradeaus. Na? Ihr seht, da hinten wird schon ein Huckel. Hier ist alles huckelig. Ich habe leider keine Maus. Ich habe hier leider keine Maus auf der Karte. Ihr seht, da ist alles schon bergig und so, da müssen wir bis da hinten drüber. Da aus müssen wir runter. Darf natürlich auch nicht zu steil sein. Und ich, ja, ich denke mal, das wird das einzige, wirklich hingehen und Rampe bauen müssen. Wir müssen sowieso noch so viele Rampen bauen. Na gut. Sagen. Wir legen einfach los. Noch null. Ihr seht aber, hier geht es schon runter. Dass ich bloß die richtige Richtung habe. Sehe ich. Das sieht doch schon gut. Also müsste ich quasi hier hin. Der Rampe. Die kann ich übrigens so lang ziehen, wie ich sie brauche. So, und da geht es nämlich hoch. Dann müssen wir hier über den Berg. Für dass ich natürlich die flachste Stelle erwische. Und da aus müssen wir nämlich da runter. Hier noch was flacher. Hier ist flacher, ne? Hier ist alles flacher. Wo ist meine Rampe? Geht doch nicht unendlich. Was hier irgendwo hängen geblieben? Also. Die wird durch den. Ich setze erstmal hier. Können wir auch hier hochgehen, dann können wir mal gucken, wie das aussieht. Mach noch keine Bäume weg. Ich will erst gucken, wie das aussieht. Okay, schüssen. Weil Fehler gemacht. Muss nämlich erst ein Stück geradeaus absetzen. Dann kann ich die Kurve ziehen. Wir müssen aber hier noch weiter geradeaus. So, jetzt können wir die Rampe nehmen. Hier an der Bahn an. Mal hier erstmal geradeaus. So. Dann machen wir hier die Kurve. Gucken, welche Richtung. Gehen wir mal bis hier erstmal. Da ja. Schauen wir mal, wie weit wir hier mitkommen. Ob ich die hier ansetzen kann. Genau hier oben ist der Scheitelpunkt. Kann ich nicht.
Gucken, ob wieder anfängt. Ach, ist doch. Genau bis hierhin. Ein bisschen. Die ist jetzt ebenerdig, ne? So waagerecht. Ich hoffe, wir haben da hinten die Kurve richtig gekriegt. Hatte ich wieder so ein Scheißes. Aber die schön. Sieht doch gut aus. Der Kurve her. Jetzt ein bisschen länger. Ah, ja. Er hat, und zwar hat er die ein bisschen rübergezogen. Oh, das heißt, ich könnte mit dem Gleis aber hier noch ein bisschen vorgehen. Ihr seht ja, das ist ein bisschen krumm, ne? Hin. Weiß nicht, ob ich hier abladen muss. Das Problem. Krieg ich schon. Noch null. Frage natürlich. Weiß ich noch weg, die drei. Dann fangen wir nämlich hier an. Na, erstmal Baumentsorgung, ne? Damit ich auch was sehe, wo ich hin arbeite. Wenn man gar nichts sieht, ist doof. Und tschüss. Er möchte nicht. Ah, doch. Nicht so wirklich. So, dann würde ich von hier aus kommen. Und hier müsste ich dann quasi gerade legen. Die Richtung. Kann ich nicht mehr. Macht der automatisch. Sieht gut aus. Das gefällt mir so. Immer so durch. Ja, das sehe ich. Hätte ich wegreißen sollen. Ärgerlich jetzt. Weil der geht jetzt natürlich auf die andere Schiene drauf. Der Kreis. Toll. Ah, Mann. Tolle Bratwurst. Das. Gucken, dass ich hier wieder gerade ansetze. Zum Heulen. Ärgerlich, weil ich. Nämlich alles. Seht ihr, das hat alles komplett, das steht nicht besonders gerade. Jetzt gut. Gesperrt.
Können wir noch mal kontrollieren, ob das passt mit den Ladekränen. Wir schon darüber. Und von hier würde ich dann geradeaus machen. So einfach. Das ist wieder dieses. Kann es nicht legen. Kann es nicht setzen. Muss ja auch nicht gerade sein. War doch was, ne? Einfach so ungefähr die Richtung. Kommt dann später noch eine Weiche rein. Wo, weiß ich noch nicht. Da ist das alles eine Fummelei. Bis wir die erste Tour machen, ich denke mal, da wird es noch einige Zeit vergehen. Ich versuche heute so viel wie möglich. Hier lassen wir das Stück enden. So. Werden wir hier wahrscheinlich eine Weiche rein machen müssen. Jetzt gucken wir mal, dass wir das Ganze da oben hochgelegt kriegen. Und schauen wir mal, ne? Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es hier so stark ab. Es kommt. Man sieht ja gar nichts eigentlich, dass es hier abfällt. Aber das ist waagerecht. Rampe ist waagerecht. Also. Äußerst behaglich. So, jetzt muss ich erstmal ein bisschen gerade. Schön mittig. Sehe ich nichts. Ich gehe mal davon aus, dass es mittig war. Wir müssen auch noch einen Umfahrungsgleis machen. Fällt mir gerade ein. Weil wir müssen ja den Zug umsetzen können. Das heißt, dass wir die Lok nach vorne nehmen können. Möchte ich gerne. Also ich möchte so fahren, dass die Lok immer vorne ist. Wie ich das mache, weiß ich noch. Ob ich hier mit einer zweiten Rampe, die rechts dann daneben rauskommt, mache, die am Ende da oben zusammenschließe. Keine Ahnung. Wir gucken einfach, was es gibt und dann gucken wir mal. Jetzt guck mal, wie hoch das hier ist. Ich bin hier nicht bergauf gefahren oder so. Also alles gerade. Waagerecht. Für sowas nehme ich einen Bahndamm. Alles andere muss ohne gehen.
Das kriegen wir nicht anders ausgeglichen. Weil hier hinten wird das dann geht so steil hoch, dass wir quasi überhaupt nicht keine Chance haben. So. Okay. Was? Weiß mal, die bekommen. Sehe ich ja gar nichts hier. Schön. So. Jetzt brauchen wir natürlich wieder unseren Damm. Fangen wir erstmal runter. Lass mal die. Muss ich bloß gucken, welche Richtung ich haben muss. Jetzt ein wenig hochgehen. Steigung ein. Da fängt jetzt schon. So, hier. Oder haben. Ne? Ein bisschen Platz machen. Ob er sehr ist. Ist. Da ist oder nicht, doch. Ist. Ist. Und auch noch. Dann machen wir es, was weiter noch mal machen. Hier müssen wir hin, ne? Hier wollte ich hin ungefähr. Bin ich auch ziemlich gerade, ja. Ja, genau. Gut. Da oben. So sind wir gerade. Machen wir jetzt Steigung. Das ist rum. Genau hier hin. Von hier aus. Noch nicht. Quasi so. Halt, der muss noch mal weg. Da muss ich nämlich, brauche ich 0. In den Band noch mal preisen. Geht das nicht? Ich will mich jetzt veräppeln hier. Einem Prozent, sondern mit 0% müssen. Ach, ist 0%. Ne, ist nicht die mit. Null. Den ziehen wir bis hierhin. So. Dann haben wir die richtige Richtung. Ganz. Links vom Sägewerk kommen. Direkt aufs Sägewerk zu. Jetzt machen würde gerne. Einfach stur geradeaus. Mit einem Grad Gefälle. Und zwar.
Steigung. Erstmal ein gerades Stück. Jetzt gehen wir hin. Los gucken, ob das funktioniert. Jetzt setze. Jetzt habe ich's. Weiß jetzt rennen wir los. Mit einem Grad Gefälle, das wird eine schnurgerade Strecke. Versetzen hier. So. Einfach. Na, die war zu lang. Kann nur eine bestimmte Länge machen. Auf jeden Fall, wenn wir hier lang rennen. Oder haben wir einiges an Bäume wegzuhauen, ne? Wird lustig. Halt. Ich bin mal gespannt, ob das überhaupt passt. Wird schon immer flacher, ne? Das ist das Sägewerk. So, weiter gucken. Guck mal runter. 1%. Gehen wir wieder hoch. Wieder zu hoch, ne? Und dann müssen wir auch da hinten rum. Da eine kleine Kurve machen. Im Keller, wo wir waren. So. Hier, ne? Kann ja nicht sein. Was ist das? Wieder zurück. Das ist doch nicht richtig, ne? Ich jetzt ab, ja. Nehme ich von hier aus mal. Sehe ich wieder nicht. Da ist der, okay. Viel zu eng. Die 10%. Hier der Baum.
Will dann auf den Kopf fallen, du dämliches Ding. Blöder Baum. Sonst auch mal weg hier. Oh. So ist auf jeden Fall zu stark. Ich muss noch. So. Na komm. Oder hoch. Komm mal nicht hoch. Sie müssen wir da so hin. Ich sehe gerade nicht, welches Gefälle ich habe. Jo, nimmer. Ne. Wir können. Hier aus. War sie hier so lang? Da sollen wir einfach mit der Bahn hier durchgehen. Das ist ja hier scheiße. Tut mir leid, aber ist so. Dahin gemusst. Ja. Viel weiter rüber. So zeigt er uns das jetzt nicht wieder an. Das ist doch. Guck mal, was er hier für einen Knick gemacht hat. Das ist auch nicht noch. Ne. Komm damit nicht hin, wo ich hin will. Jetzt ein bisschen doof. Muss ich wieder suchen, wo ich angefangen habe. Oh. Ja. Nee. Weiter nach links. Da hinten ist. Eigentlich müsste ich jetzt entlang rennen. Ich mache das Stück nochmal. Da hinten ist es. Da gehen wir nämlich leicht nach links. Irgendwie muss ich da.
Weiß nicht, weit ich noch rennen muss. Jetzt eben aber. Alles hat nicht hier hingehört. Ah, so viel weit ist das gar nicht. Sind wir schon hier direkt da, wo wir hin wollen. Da hinten sind die Schornsteine. Oder doch. Was denn jetzt wirklich? 1%? Muss mir mal überlegen, was ich jetzt mache. Also ich muss jetzt auf jeden Fall in die Richtung. Gut, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Bin mal gespannt. Auf jeden Fall, wenn wir hier erstmal am Sägewerk sind, dann hole ich die Betsy. Dann gehen wir zurück, holen wir die Betsy. Und dann fahren wir einmal die Strecke hoch. Zumindest bis zum Sägewerk. Dann hoch zum Holzfällerlager. Genau. Das können wir machen. Ich glaube, das klappt so. Also, dann sage ich mal bis dahin. Macht es gut.